Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Angehörigen verschiedener... Okay. Assassin's Creed 3. Beliebige Taste drücken. Und erstmal die Option. So. Jetzt muss ich noch überlegen, das ist ein bisschen geboostet. Effektlautstärke gehe ich aber trotzdem auf 3 runter, die sind meistens sehr, sehr laut. Blut an, Untertitel aus, genau, so mache ich das immer. Sprachen, gesprochene Sprache Deutsch, Untertitel habe ich ja aus. Und damit sehr ganz herzlich willkommen, ich lasse schon wieder mein Inventar fallen. Damit sehr ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Assassin's Creed 3. So. Grenzland, Desmond. Das ist eine Spielstände von 2013. Weg damit. NLPY. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden, allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe, derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen, einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Na komm, spinnt die Grafik schon wieder rum.
Wir sind da. Gehen wir. Ja, ihr geht, ich komme hinterher. Ihr tragt auch alles. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Okay. Statt einfach die ganze Kiste hier gleich skippen und nicht nur einzelne Partien. Ich glaube, wir sind da. Jo, Kamera, bleib mal bei mir bitte, ja? Ja, ich habe sehr viel an Assassin's Creed 3 auszusetzen. Eine schlechte Kamera macht die Sache nicht unbedingt besser. Und auch alle meine Freunde haben sehr viel am dritten Teil auszusetzen. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Ah, das schon wieder. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja,
Alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You not dead. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Halten Sie rechts, um zu laufen. Mit der Leertaste mache ich übrigens nichts mehr. Früher war ja rechts laufen. Okay, Desmond. Und Leertaste sprinten. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Es ist immer noch so total weird, sich da umzugewöhnen. Also Steuerung haben sie komplett verschissen. Weil jetzt, wenn du halt auf dem Dach sprintest, kann es auch passieren, dass du runterfällst. Springen geht übrigens auch nicht mehr, macht er jetzt auch von selbst. Halt alles sehr stumpf gemacht. Das Klettern macht absolut keinen Spaß mehr. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Also das Parcoursystem, finde ich, haben sie komplett kaputt gemacht. Es ist jetzt fließender, aber es macht keinen Spaß mehr. Und vor allem funktioniert es auch nicht wirklich gut. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Ah nee, ich muss immer noch leer drücken, um zu springen. Okay. Aber auch nur für weitere Strecken. Hier drücke ich absolut nichts. Also ich halte rechts gedrückt und drücke nach vorn. Dafür musste ich jetzt leer drücken. Okay. Naja, ich habe das auch teilweise nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung. Ich weiß nur, dass mir die Steuerung damals absolut nicht gefallen hatte. Ich habe das direkt nach Revelations gespielt. Und Revelations hat die beste Assassin's Creed Steuerung. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Und damit steigen wir auch schon ins Spiel ein. Also das Tutorial ist sehr kurz und geht direkt ins Gameplay über. Sir. Wenn man das als Gameplay bezeichnen kann. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Mission starten. Einladung bitte. Euren Mantel, bitte, Sir. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Natürlich, ich suche einen Sitzplatz. War schön, dass ich wieder mit Leertaste schnell laufen kann. Hier entlang, bitte. Das ist mega unhöflich. Wenn man an Leuten vorbeigeht, dreht man denen nicht den Arsch zu. Und wir sind in England. Wir sind nicht in Amerika gerade. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde.
Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Das Adlerumzug. Meine Haare sind natürlich auch wieder on point. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Ein abgelegenen Ort zum Klettern finden. Entschuldigt vielmals. Entschuldigt. Nicht mit dem Rücken. Fällt ja auch überhaupt nicht auf. Wenn hier so ein dick bepackter Mann einfach mal einer Wand hochklettert. Oder hier unter der Loge. Na gut, denen fällt es wahrscheinlich wirklich nicht auf, die dort rumknutschen. Also das Klettern hier ist halt insofern angenehm, dass es flüssiger läuft. Diese, ja, Ungenauigkeiten vom Fluss her waren ja bei Revelations sehr ärgerlich. Aber dafür ist die Steuerung halt kompletter Müll. Halt, hier ist Schloss knacken. Genau. Der Schlösserknacken hier war aber witzig. Wenigstens etwas. Ich hab das Spiel übrigens nie durchgespielt, ne? Ich habe ein wenig Lampen. Ein bisschen Alkohol zu trinken. Des Bettlers Oper. Ah, hier hoch. Hey, Sam. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Dass es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Und jetzt heißt es raus hier. Der Rand an der Bühnenseite! Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der hat den Mord begangen! Der Mann dort! Ergreift ihn! Ein Mann ist im oberen Rang getötet worden. Aber ich habe nichts getan, ich schwöre! Suchen. Und erwachen? Verzeiht bitte, Madame. Nicht dränge, bitte jemanden. In einer Obst. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich kann hier gar nicht schnell genug raus. Naja, ich kann hier auch nicht schnell genug raus. Aus Gründen. Es ist doch auf dem Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? Ich bleibe wohl sicher. Ruhe! So bewahrt doch Bewegung! Hey.
finde es aber schön, wie er hier relativ vernünftig die Stufen mitnimmt. Er hat mich ja schon des Öfteren über diese texturierten Rampen beschwert. Ne? Und hier macht er das mal relativ vernünftig, das ist ganz angenehm. Jetzt habe ich keinen Hut mehr. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Eckefleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl meine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Sequenz 1 abgeschlossen, oder? Oder war es nur die Mission? Ja. Und damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.